Ich habe nie über das Flugzeug gehört. Noch nicht mal gehört. Ich habe nie in meinem Leben gehört, ein Flugzeug. So, Mo, ich habe ja schon sehr viel von dir erfahren. Das erste Mal bin ich mit dir hier in Frankfurt, aber in welcher Gegend bist du denn gerne? Also wo bist du sehr, sehr oft? Oh, wow. Ja, die Gegend kann ich mit jetzt hier anfangen. Hier Bockenheim, das ist der beste Ort, da hier unser großes Marriott Hotel hier. Das ist Festhalle, Messe, das ist auch hier. Also, denn ich freue mich, dass ihr extra wirklich hier kommen müssen. Das ist so meine. Wirklich hat mich sehr, sehr gefreut, obwohl das ist heute Geburtstag hat. Sag mal immer, wenn man Geburtstag hat, dann bekommen viele Glückwünsche. Aber bei euch ist nicht nur Glückwünsche, dann seid ihr hier. Das ist für mich schon mein Geburtstaggeschenk. Oh, und außerdem an dem Weltfrauentag habe ich Geburtstag. An aller Mutti der Welt alles Gute zum Weltfrauentag. Gesundheit und der Rest weiß er selber. Also, peace. Jeder Morgen, Abend, Sonne, also keine halbe Sachen Wetter bei uns in Afrika. Also deswegen, ich habe Geburtstag. Der King hat Geburtstag. Das kann nicht schief gehen. Der King hat Geburtstag. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Fußball zu spielen? Sag mal ehrlich. Gott, mit fünf. Mit fünf? Ja. War in Deutschland oder? Nee, in Kamerun. Kamerun. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Boah, Deutschland, wo ich 19 Jahre alt bin. In Kamerun war ich in Fußballschule, ja. Arabische Schule bei uns, weil ich war noch nicht mal in französische Schule bei uns, weil ich Muslim bin. Mhm. Wir waren in unserer arabischen Schule und dort darf man nicht Fußball spielen. Ah. Und ich bin bei mir, ich will Fußball spielen. Fußball habe ich geliebt. Aber das Problem ist bei meiner Mama, sie will auch nicht, dass ich Fußball spiele, weil wo ich 3 Jahre alt war, habe ich meinen Vater verloren. Und deswegen bei uns, wenn Vater ist da, Vater entscheidet alles. So, Vater ist nicht da, das Zweite ist nur Mama. Dann, wo ich 12 war, ja, haben die mich entdeckt. Ach krass, in Kamerun haben die dich entdeckt? Ja, entdeckt, das ist warum? Weil Claude Leroy, das ist der große Trainer aus Frankreich. Claude Leroy, das ist schon, war mal schon Nationaltrainer von Kamerun damals gewesen. Das ist einfach mal afrikanische Länder besuchen und so haben die Turnier gemacht. Und da in diese Turnier, 4 Spiele, habe ich 21 Tore geschossen. In 4 Spielen 21 Tore? Ja, ich bin auch schneller da gewesen. Und so war das dann angefangen. Die wollte mich dann in Fußballschule. Ich habe nie über das Flugzeug gehört. Noch nicht mal gehört. Ich habe nie in meinem Leben gehört, ein Flugzeug. Kannst du oben in Flugzeug reingehen? Hey! Früher, wenn wir Flugzeuge sehen, wir rennen vom Zuhause raus, damit dann sehen oben, ob glauben, ob das wirklich ist. So war meine Träume. Ich war nie in Flugzeugen. Dann habe ich gehört, wenn ich nach Frankreich komme, dann muss ich in dieses Flugzeug gehen. Und das war für mich in der beste Tag in meinem Leben, wo ich noch im Flughafen und bei uns in Marwa, dann sehe ich so fast das ganze Dorf bei uns war im Flughafen zu sehen, wie ich in Flugzeug komme und dann nach Frankreich komme. Aber wo bist du nach Straßburg hingegangen? Also du warst in Straßburg? Hier in Frankfurt. Frankfurt? Hier in Frankfurt. Hat Frankfurt dann gesagt, ich kaufe dich? Oder wie ist so dieser Kontakt entstanden? Nein, ich habe nicht in die große Mannschaft angefangen, bei FSV Frankfurt. FSV. Da ein Manager, der auch mal was viel zu tun in Kamerun hat, dann hat mich kontaktiert, hat unserer Fußballschule-Chef kontaktiert, dann haben die Nummer von jemandem, der mich scoutet dort und dann Kontakt gehabt, sagt, das ist eine vierte Liga-Mannschaft, da fangen wir an hier und danach dann sein Leben fangen an. So habe ich sofort ja gesagt. Er wollte nicht, habe ich gesagt, nein, ich gehe. So war das, dann haben wir nicht einig. Dann war ich bei FSV Frankfurt. Nach 6 Monaten dann bin ich vom 4. Liga nach 3. Liga WN Wiesbaden. Ah, Wiesbaden. Und dann vom WN Wiesbaden habe ich
vom FSV Frankfurt schon habe ich mitbekommen, so viele Scouten kommen zum Spiel, mich gucken, weil ich schnell bin, ich gut im Stürmer und das alles. Man das spricht, dann ich verstehe nicht dort damals, ich verstehe nur Französisch und Englisch. Dann war ich auch Torjäger dort und dann bin ich direkt nach 6 Monaten wieder nach Wien Wiesbaden. Dort auch war ich wirklich Top-Mannschaft. Und dann habe ich den Retter meiner Leben, meiner Karriere wieder getroffen, so wie Rangnick. Ralf Rangnick. Das ist der beste Trainer für mich. Alle Seiten, die erste Trainer, gute, die ich getroffen, so wie mein Vater war, hat er mich persönlich in Wien Wiesbaden besucht. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann hat er mich vom Wien Wiesbaden nach Hannover mitgenommen. Ja, jetzt habe ich eine Frage. Als du in Wiesbaden gespielt hast, das war vierte Liga, ne? Dritte Liga. Hast du da einen Profivertrag bekommen oder haben die dann erstmal so geguckt, wie du gespielt hast? Oder wie lief das ab? Also, Profivertrag. Profivertrag für Profivertrag ein Jahr, zwei Jahre? Vor ein Jahr plus Option. Plus Option, auch. Und dann, da wo ich Rangnick da, damals Trainer von Hannover. Hannover will aufsteigen und Rangnick ist schon voll, weil du siehst, jemand dich liebt. An Reden schon erkennst du, dieser Mann will dich um jeden Preis haben. Beim Hannover war ich 5 Jahre. Ja? Und übrigens, ich bin der einzige Spieler, ich sage jetzt das nochmal, der einzige ausländische Spieler, der jeder Derby in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Jeder Derby, Schalke, Dortmund, Bochum, Köln. Ich weiß nicht, such mal nur andere Mannschaft, kannst du nur dazu hinlegen. Ich bin der einzige Spieler, der jeder Derby Sieger. Also du bist von MSV Duisburg, warst du ein... Freiburg. Freiburg warst du auch? Bruder, ich habe MSV Duisburg in erste Liga geschossen. Vom Duisburg bin ich nach Freiburg gegangen. Habe ich Freiburg in erste Liga geschossen. Dank mir Freiburg ist Freiburg da, wo die jetzt sind. Ach so. Ich bin keiner Zirkus, ich spiele Ausleihen und sowas da. Wann ein Verein das Ausleihen, denn die schätze ich nicht mal. Das ist das, man muss mal immer Klartext reden. Wann du mich willst, dann muss ich da sein. Wann du mich ausleihen, unsere Wege trennt ist da. Habe ich das bestätigt. Jeder, der damals dabei war, oder Christian Streicher, der Trainer, kann das bestätigen. Ich bin keiner Mensch, der irgendwelche Lüge im Mund schluckt. Dank mir, Freiburg ist Freiburg da, wo die sind. Wann wir noch nicht aufgestiegen ist, am dieses Jahr mit meiner Tore. Mit meinem Tor, den ich dort geschossen habe, waren wir nicht aufgestiegen. Freiburg ist in Insolvenz. Freiburg hätte nie mehr wieder gegeben. Du warst in Freiburg 2 Jahre, so wie es rausgehört hat. Ja. Erstmal seid ihr Vierter geworden und dann seid ihr Erster geworden. Ja. Seid aufgestiegen. Mhm. Und dann ist Borussia Mönchengladbach von der ersten Liga wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. Aber dann hat dich Gladbach, wollte dich unbedingt behalten. Dann ist Eintracht Frankfurt gekommen. Will aussteigen. Ablöse bezahlt. Ja. Ablöse bezahlt, du bist nach Frankfurt gegangen. Ja, weil Frankfurt will unbedingt aussteigen. Und da habe ich gesagt, dann hast du den richtigen Mensch hier. Frankfurt hat damals Alex Meyer, ja, aber gib nur einen Teufel, das bin ich. Da steht. So, deswegen lass uns nie von jemandem irgendwelche Geschichte verkaufen. Also Geschichte oder bringst du die selbst oder endest du das. So ist das halt. Die Leute verkaufen so viele Lüge, so viele Geschichten. Dressur hat Ex-Frau Tasche geschnitten, Kreditkarten geschnitten. Das alles ist meine Kreditkarte. Weil eine Frau dich wehtun will, sie weiß, wie die dich wehtun will. Aber wer interessiert? Nur interessiert, weil ich Fußball gespielt und über mich muss nur Scheiße sein. Gladbach-Legende. Was dich nicht tötet, macht dich stärker. Also ich bin, wie ich bin. Du kannst mich leben, lieben oder hassen. Dann werdet ihr auch noch sehr viel über die Modemarke erfahren, über Oscar Germany. Dazu kommen wir natürlich dann noch später. Ja. Mo hat nämlich seine eigene Modemarke, Leute. Also die ist noch nicht am Start, die kommt jetzt. Die ist schon am Start. Man kann immer, wir haben schon viele Hochzeiten noch. Menschen, die extra Maß angefertigte Anzüge wir machen. Und das ist das Oscar Germany. Ihr könnt auch mal checken. Mo, war das zweite Liga oder war das erste Liga mit Kaiserslautern? Kaiserslautern leider zweite Liga. Wir wollten erste Liga. Mein Wunsch, diese tolle, beste Fans in Betze wirklich mal sehen, wie unser Ausstieg mit dem noch zu sehen. Aber leider haben wir nicht geschafft. Aber die sind wirklich die beste Fans, die bis jetzt
nur wirklich überall korrekt verhalten und einfach nur feiern. Siegen oder Niederlage, die sind immer dabei, also wirklich. Also wirklich, Mo, auf jeden Fall sehr bodenständiger Mann. Haben uns heute hier in Frankfurt getroffen, hat heute Geburtstag. Und ich danke wirklich, dass wir dich heute mal treffen durften. Ne? Ich danke euch. Ich danke mich, dass er da heute so weit gekommen. Also ich freue mich, Sonne scheint. Also nachher haben wir auch mal viel in die Stadt zu tun. Also deswegen keine halbe Sache, Leute. Ich muss mal die Karte bei Kaiserslautern, bei Frankfurt, bei Borussia Mönchengladbach, ja, beim Freiburg, überall habe ich die FIFA-Karte, Junge. Also, aber jetzt Zeit ist vorbei und ja, jetzt ist andere Zeit. Jetzt hoffe ich auch mal bei Mode wäre ich auch mal 95 bezeichnet. Ja, hey, siehst du, sogar der Hut will weggehen bei dem Wind hier. Oder vielleicht ohne Hut, oder? Ich höre es hier, ohne Hut erkennt man dich direkt. Ja, deswegen, das sind meine Markenzeichen, damit die Leute mich nicht so sofort erkennen. Deswegen mit dem Hut. Sagt ja, Leute, die selber nicht sauber sind, will einfach nur die, die in Fokus und Medien sind, sauber oder die Fußballer, muss nur so sein, muss gar nicht, muss nur sterben. Also die, was die da an die Spieler beleidigt, weil da siehst man, manche haben noch nicht mal Fußball gespielt, weil wirklich die Spieler da, die immer links, rechts beleidigt, muss man auch verstehen, die haben Familie, die haben Kinder. Ja, die sind auch Menschen so wie die da, die immer nur so tun. Und das ist es. Aber Fußball Deutschland, das wir ein Ex-Spieler, wir leiden schon. Ja. Weil damals bei uns wäre richtig Fußball gespielt. Kampf und alles. So, jetzt Spieler muss gut sein. Warum? Weil das Fußball mit viel Geld ist. Das ist die erste Frage. Die zweite ist, jeder Mensch in dieser Welt kann man eine schlechte Tage haben. Also Spieler, die kann keine schlechten Tage haben, die müssen gute Tage haben. So habe ich Gefühle und das geht nicht. Ja. Sogar Roboter brauchen eine Infektion. Ja. So, deswegen für mich ist schon, ich bin einer, weil ich was raus bei mir kommt, das ist die Fakten, weil ich bin kein Ja-Sager. Deswegen wäre ich auch nie irgendwo Trainer hier in Deutschland oder Präsident, weil ich bin einer, der immer ehrlich ist und das werde ich auch immer machen. Also wir haben uns entschieden, dass wir ein Part 2 machen, weil Idrisuna, das ist jetzt so dein Leben, ihr habt es gesehen, ein bisschen, ne, was von deinem Leben erzählt. Wir gehen noch zu Eintracht Frankfurt, vielleicht gehen wir zum Spiel, aber auf jeden Fall da zur Fußballschule. Ne? Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, danke, Digga. Das erste Mal in meinem Leben unterschreibe ich von meiner Geburtstag ein Trikot, meine Rückennummer. Von jemandem. Du bist auch vom Dortmund hier gekommen, deswegen für mich ist es geil, Bruder. Let's go. Axin, das ist die Nummer. Macher, Digga. Idrisu, Junge. Idrisu. So, Leute. Also man muss sagen, der Tag mit Idrisu hat mir sehr gefallen. Wir haben noch ein limitiertes sogar Trikot bekommen mit Unterschrift. Und ja, Dankeschön, dass ihr das YouTube-Video geschaut habt, Leute. Hier sieht man auch die Unterschrift. Das nächste Video wird auf jeden Fall noch mit Idrisu kommen. Das ist auf jeden Fall geplant. Wenn euch das Video gefallen hat, Digga, jetzt muss ich das erstmal vernünftig halten. ja, dann lasst gerne ein Like da. Dankeschön an jeden einzelnen Leute. Und ja, folgt mir gerne rein.